Was geht, meine Friends? Ihr wisst, eigentlich mache ich keine Reactions. Ich hoffe, heute könnt ihr es mir aber einmal verzeihen, weil ich möchte über die Thematik sprechen, was ist mit Hamid passiert. Es sind mittlerweile schon mehrere Videos von ihm selber online gekommen. Bei dem ersten war ich auch selber mit dabei, also habe es gefilmt. Deswegen möchte ich ein bisschen darüber reden, wie es war für mich hinter der Kamera. Deswegen hoffe ich, kann ich noch ein bisschen weitere Informationen geben und ein bisschen mehr noch den Rahmen und den Kern der Sache erklären, was da genau passiert ist, weil am Ende des Tages sind wir alle sprachlos und finden dazu keine Worte. Das ist einfach einer zu viel. Danke auch an all die Jungs, die generell dazu Videos gemacht haben. Ihr habt mich auch motiviert, dazu was zu sagen. Also wir sind hier bei dem ersten Video von Hamid und ich werde auch nur darauf reagieren, wo ich halt selber dabei war. Weil am Ende des Tages würde ich euch auch generell bitten, bei seinem Kanal vorbeizuschauen. Hamid Loco kennt ihr natürlich alle. Ich verdanke ihm auch sehr viel, was meine Karriere angeht. 99% der Leute, die mich kennen, werden ihn auch kennen. Aus gutem Grund. Und deswegen bitte ich euch auch eher, das Video dann bei ihm zu gucken. Hier ist jetzt nur bis zu dem Punkt. Hier war ich noch dabei. Das zweite Video, da war ich auch dabei und habe es mit ihm gefilmt. Also dazu erkläre ich euch ein bisschen was, was abging. Ansonsten, dann am Ende, bitte geht zu ihm rüber. Gute Besserung wünschen, alles dort das Video anschauen und auch seine Worte euch anhören. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem Video, was ich eigentlich niemals abdrehen wollte, womit ich niemals mit gerechnet habe, dass ich so ein Video mache. Mein Kiefer wurde gerade gebrochen. Das ist halt das Ding zu der Situation, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, mit ihm dort zu sein. Also das Video wurde gefilmt auf so einer Notaufnahme, parkplatzmäßig, da bei diesem ersten Krankenhaus in Minden, wo wir waren. Und ihr müsst euch das wirklich vorstellen. Er hat selber schon gesagt, er konnte sich niemals vorstellen, so ein Video oder so ein Talk zu machen. Ich war zu dem Zeitpunkt auch in Paderborn und Hamid und ich, wir haben so eine ganz entspannte Freundschaft, so, weil er weiß, ich mag es gar nicht, wenn Leute mich anrufen. Also ich bin da einfach nicht gut mit. Und deswegen, wenn er mich irgendwie im Stream anruft, schreit er mir auf entspannt, ey Brudi, ist nur Stream, mach dir keinen Kopf. Und ich weiß noch, dass ich irgendwo unterwegs war, das heißt, ich war nicht am Handy wirklich. Später in der Nacht war ich dann im Fitnessstudio. Das heißt, wahrscheinlich, wo das passiert ist, war ich irgendwo in der Nähe. Dann war ich halt normal am Pumpen und in meinem Gym habe ich auch gefühlt gar keinen Empfang. Also kein Internet auf jeden Fall. Empfang schon an manchen Ecken. Und wie es der Zufall wollte, war ich gerade in der Ecke, wo man mich anrufen könnte. Und es kam ohne Nachricht, ohne alles, einfach ein Anruf. Und aus irgendeinem Zufall, wirklich, eigentlich gehe ich nie an Anrufe dran, bin ich drangegangen. Und du hörst einfach einen nuschelnden Hamid. Also wirklich, der hat ungefähr so genuschelt wie hier. Ja, Bruder, die haben mich angegriffen. So. Mein Kiefer ist gebrochen. Auf jeden Fall sofort, Bruder, wo, was, wie, wohin kommen, was los? Ich bin sofort auf dem Weg. Dann meinte er schon zu mir, dass er zu dem Zeitpunkt, als er mich angerufen hat, schon im Krankenhaus war, hier. So notfallmäßig, damit alles so ein bisschen verarztet wird, damit er nicht einfach komplett verletzt rumläuft. Selbst wenn er jetzt ins nächste Krankenhaus geht, so diese Grundversorgung wie mit diesem Becher, den er da hat. Okay, Bruder, also bist du im Krankenhaus, ich komme. Alles klar, er sagt mir wo und er fragt halt schon, ob ich ihn direkt fahren kann. Bruder, das ist keine Frage, sofort. Sofort. Ich bin nach Hause gegangen, habe mich so minimal umgezogen und sofort losgefahren zu ihm. Mein Kiefer wurde gerade gebrochen. Ich kann deswegen auch nicht so gut reden, leider. Die Leute, die gerade auf Twitch sind, das ist natürlich kein Blut, so ist das T-Shirt. Und hier ist rote Betesaft drin. Aber ich dachte, ich mache ein Video, bevor mein Gesicht fixiert wird und ich nicht mehr reden kann. Ich war auf einer Party von meinen Freunden und mein kleiner Bruder hatte auf einmal Streit. Also ich habe nur gehört, ey, dein kleiner Bruder, irgendwas mit meinem kleinen Bruder. Ich laufe runter und er war da nur noch alleine. Und dann meinte er zu mir, ey, irgendwer hat mir eine Backpfeife gegeben, also so eine kleine Auseinandersetzung. So, das ist das Ding, was man auf jeden Fall am Anfang sagen muss. Kleine Auseinandersetzung, Standard-Party-Auseinandersetzung. Also ich sag jetzt das, wie es mir auch nochmal erklärt wurde, war ein bisschen mehr detailliert als in dem Video. Kleine Auseinandersetzung, wie oft hört man das auf der Party? Ja, der hat den geschubst, der hat dem eine Klatsche gegeben. Es ist maximal unnötig, deswegen, wie gesagt, ich war im Fitnessstudio, ich wusste nicht mal, dass eine Party abgeht. Aber wenn man mir sagt, jemand hat auf einer Party den einen beleidigt oder den einen jetzt eine Backpfeife gegeben, würde mich jetzt auch nicht wundern. Aber was halt danach passiert, ist halt das Außerirdische, außerweltlich, das ist nicht zu greifen. Er hat sich eine gefangen und die Gründe und so will ich gar nicht aufzählen. Also ganz, ganz dumm. Nicht, dass ich schlecht von meinem Bruder denke, mein Bruder hat nichts gemacht. Ja, mit ganz, ganz dumm meint er halt, das sind so Standard-Party-Dings. Das ist,
Also er wird das selber bestimmt nochmal genau erklären. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ich will nur Sachen, die auch im Video benannt werden, noch weiter ausführen. Aber wir reden hier wirklich von den Standard-Party-Sachen. Also das ist, bis hier ist eigentlich alles so wirklich der normalste Partyabend. Ich komme auch gerade vom Krankenhaus. Ich war da nicht alleine. Mein Bruder war auch da. Ja, das ist das Ding. Ich glaube, ich weiß nicht, bei wem ich die Reaction gesehen habe, aber irgendwer hat vercheckt, wer und was genau im Krankenhaus war. Also beide, er und sein kleiner Bruder, mussten schon bei uns in die Notaufnahme. Das darf man nicht vergessen. Aber ihm geht es, soweit man das sagen kann, ganz okay. Ich hab den Jungen gefunden, der das gemacht hat. Ich habe mit ihm geredet. Und mein kleiner Bruder hatte schon Jihan angerufen gehabt, also meinen Großen. Das heißt, nachdem diese Standardparty Stress war mit seinem kleinen Bruder, ist er dahin gegangen, um es zu schlichten. Ich schwöre, dieser Mann, er ist einfach auf dieser Welt, damit Ruhe da ist. Natürlich, Hamid kann auch sauer sein, Hamid kann auch ausrasten, aber selbst, ich weiß noch damals, als ich so in unserer Freundesgruppe mal Stress hatte mit jemand anders aus der Freundesgruppe, dann ist er nicht so dazwischen gegangen, so für mich, um das zu klären, sondern einfach für das generelle Wohlsein so. Er wollte direkt sagen, ey, warum Stress unter Freunden? Warum? Danach war ich zwar nicht mehr mit dem Typen befreundet, aber wenigstens, dass das weg ist, damit so die anderen Leute und alle so entspannt deren Alltag leben können. So, tamam, okay, ihr beide konntet euch nicht ab, dann gehen wir jetzt alle oder ihr halt getrennte Wege, tamam. So, aber einfach Hauptsache kein Stress. Wofür? Haben wir auch verstanden. Da wurde sich auch nicht gefetzt oder so, das wurde einfach ganz normal geregelt. Ja, geht man sich halt aus dem Weg. Anscheinend versteht man sich nicht. Ob man sich jetzt mit jedem versteht auf der Welt, da brauchst du gar nicht anfangen, wirst du nicht. Deswegen, dann geh einfach aus dem Weg. Und ich habe zu dem Typen gesagt, ey, hör mal zu. Ich will nicht, dass irgendwie Streit eskaliert oder so. Nimm einfach seine Freunde und geh nach Hause. Und Ja, das ist Bruder. wirklich, das sind die Worte, die ich dem gesagt habe. Bevor der große Ich Bruder war auch kommt, sauer. einfach Ich geht meine, weg. ihr steht vor einem Typen, der euren Bruder geschlagen hat. Ihr seid richtig sauer, aber ich habe mich zusammengerissen und habe mit ihm ganz normal geredet, warum? Weil ich nicht wollte, dass mein großer Bruder was Dummes macht und dann. Ihr wisst schon, was irgendeine Kacke passiert. Wie gesagt, ich kenne den Mann, auch wenn ich dieses T-Shirt anhabe, das kommt jetzt cringe, aber ich saß mit dem Typen in der Schule in der letzten Reihe, ohne Para, ohne alles, nur mit Kopffix, Magen leer, wirklich, wirklich so waren wir unterwegs. Wenn ihr Bilder seht aus der Schulzeit, wir waren abgemagert, also ich war richtig abgemagert, wir waren wirklich gerade so waren wir anwesend. Und jetzt, Bruder, kann ich einfach ein T-Shirt von ihm tragen. Bruder, es ist einfach das Feinste auf der Welt. Ich kann auch jetzt mein Traum, selbst wenn ich jetzt auch noch kein dickes Geld davon verdiene, aber trotzdem, dieser Mann motiviert mich, auch so etwas wie YouTube zu machen und es zu verfolgen. Jungs, Mann, das muss, also abfeiern ist das falsche Wort, aber einfach so stolz und glücklich sein darüber, wo man jetzt ist, Bruder, und einfach weitermachen. Wie schön kann man jetzt noch was für die Welt machen? Und dann passiert sowas. Es geht nicht in meinen Kopf. Also habe ich zu ihm gesagt, geh bitte, nimm deine Leute und geht. Und er hat das nicht eingesehen und wollte unbedingt bleiben. Komplett reingeschissen. Dann war irgendwann mein großer Bruder da. Und der Typ hatte ganz, ganz viele Leute gerufen gehabt. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, ich war da, mein kleiner Bruder, mein großer Bruder ist mit Drei zwei Leute. Freunden Ach gekommen. so, okay, dann der Und große er Bruder war auch da mit so zwei. mit mindestens 20 Mann. Und dann Maximale habe Überzahl ich zu also. meinem Bruder gesagt, bitte red einfach nur mit ihm. Der hat ihn dann so zur Seite genommen. Also, Gian, der große Bruder, ist gekommen. Die sind immer noch maximal in der Überzahl. Die Aggressoren, sag ich mal. Und was macht er? Auch am Deeskalieren. Geht mit der einzelnen Person weg. Nicht hier von der Seite, wie man das heutzutage kennt, mit Fitna, mit Leute stehen in einem Kreis, klatsche meine. Nein, Bruder, komm. Tamam, es gibt ein Problem, wir beide gehen jetzt weg. Wir regeln das, wir reden darüber. Scheiß drauf, auf das, was andere sagen. Du musst doch nicht dein Mann vor denen stehen. Die sind dann weggegangen. Irgendwann mal hört man so Rufe. Der kommt angelaufen, der Typ. Weg von meinem Bruder. Und mein Bruder geht so hinterher. Mein Herz so, ich habe so in seinen Augen gesehen, er war richtig verwirrt. Auf einmal schreit dieser Typ, geht auf die drauf, geht auf die drauf. Und hier hat dann das Video langsam angefangen, so verwirrt zu werden oder halt schwer verständlich zu werden, weil das halt ein sehr emotionaler Moment für ihn ist, das merkt man. So wie er es mir vorher im Auto erklärt hat, war es wirklich so, die beiden gehen weg
Hamid, unser kleiner Bruder, sind noch in dieser Gruppe von diesen ganzen Leuten, weil es halt generell wahrscheinlich auch so untereinander die ganze Zeit geredet wurde. Und dann kommt dieser Typ angesprintet, sagt, geht auf die drauf. Absolute Stresssituation, was machst du? Du guckst rechts und links, was passiert, und dann. Ich war richtig. Ich war noch nie in so einer Situation. Ich sage euch, ich bin auch die letzte Person, die sich hier so schlagen würde. Also ich habe mich noch nie geschlagen in meinem Leben. Und dann, ich war so richtig benebelt. So, ich guck den an, der läuft so. Ich guck so, ich wollte so nach hinten gucken, wie viele das genau sind. Und Weil in dem Moment kann ja auch schon irgendwas mit dir passieren. Deswegen schlau, dass man sich halt umguckt so. was ich jetzt mache. Und so während ich nach hinten gucke, habe ich so komplett hier was gegen den Kopf bekommen. Ja, ein Ich bin auch Sucker-Punch. direkt umgekippt, so aus dem Nichts. Das war so Schock auch. Und dann, ich habe gesehen, mein Bruder hat das gesehen. Mein Bruder hat dann versucht, mir zu helfen. Sein kleiner Bruder, der halt auch in dieser Gruppe drin stand. Damit man genau weiß, wem was zugestoßen ist. Er stand halt auch dort, wollte dann natürlich helfen, wenn der Bruder angegriffen wird. Dann hatten auf einmal Baseballschläger. Und dann hat aber mein Bruder auch was. So, das ist das Ding jetzt. Dass man ihn halt nicht so sehen muss, wie er mir das erklärt hat. Einer, der darauf reagiert hat, hat es, glaube ich, irgendwie anders verstanden. Der mit dem Baseballschläger angegriffen wurde, war dann halt sein kleiner Bruder, der einfach ihn dann beschützen wollte, weil er schon Hamid zuerst angegriffen wurde. Man will dafür einstehen und kassiert einen Schlag mit einer Waffe, mit einem Baseballschläger auf den Hinterkopf. Ich bitte euch, wir reden hier nicht von Fetzereien, wir reden hier von fast jemanden umbringen, gezielt. Bruder, gezielt. Ob du Kampfsport gemacht hast, was sehr viele schon gemacht haben, ob du UFC guckst, Bruder, du siehst bei der UFC, wie die sich Ellbogen ins Gesicht jagen, alles brechen. Aber die sagen nicht auf Hinterkopf. Bruder, du gehst im Boxclub, du haust jemanden auf die Fresse, aber nicht in den Hinterkopf. Warum? Weil es so gefährlich ist. Und was macht man? Man geht in die Stadt, man sieht, jemand wird angegriffen, einer will ihm helfen und du ziehst ihm eine über mit Baseballschläger. Tamam. Sprachlos, ratlos, verwirrt. Was soll man da sagen, Bruder? Ich habe mich auf der Fahrt so aufgeregt. Und ich war so perplex darüber, wie sowas passieren kann. Bruder, beleidigen braucht man da nicht, weil wir sind gar nicht an dem Punkt angekommen, wo du beleidigen kannst. Man muss viel früher anfangen. Was ist passiert? Vor allem noch in so einer kleinen Kackstadt. Jeder kennt sich. Justin, blend es ein, soweit du das. Ja, jetzt, falls irgendwer darauf jemals reagiert in einem Livestream, weiß ich nicht. Also bei meiner Reichweite denke ich mal nicht. Aber jetzt kommt halt ein Bild von dem kleinen Bruder, von seinem Hinterkopf, was halt zensiert wurde. Aber ich weiß nicht, ob man das auf Das Livestream gucken einblenden darf. kannst, also so zensier das so. Und für die, wenn das jetzt gerade irgendwer auf Twitch guckt, dann guck kurz nicht. Falls irgendein Kollege das gerade auch nicht schön guckt. So, ich habe Hamid ja bei dem Krankenhaus hier abgeholt und er hat mir sofort gesagt, ja, guck dir mal die Verletzung von meinem kleinen Bruder an. Er hat sich umgedreht, er hat mir das gezeigt und hier sieht das auch so aus, als wäre das frisch, aber schaut mal, das ist schon rasiert. Das ist mir danach nicht aufgefallen. Ich habe zu Hamid gesagt, ey, der Mann ist, das sieht aus wie eine Schusswunde, wie so ein Einschussloch. Warum liegt er nicht im Krankenhaus gerade? Wieso wird er gerade nicht irgendwie beobachtet oder so, dass es ihm gut geht? Er sagt mir, Bruder, das ist schon behandelt, das ist schon zugenäht. Ey, ich bin fast aus allen Wolken gefallen. Ich bitte euch, auch wenn das nur zensiert ist, man sieht, was das für eine kranke Verletzung ist. Deswegen auch gute Besserung an Rojo, den Bruder. Es ist. Wir reden hier nicht von, oh mein Gott, was haben die gemacht? Wir sind an diesem Punkt angekommen, wo man wirklich sagen muss, danke Gott, dass die einfach leben. Ernst. Ernst. War ich direkt mit meinem Bruder beim Arzt. Die sind auch weggelaufen danach. So, das hat er gar nicht richtig betont. Weggelaufen. Er hat ja gesagt, sein großer Bruder hat mit dem einen geredet, der Hamid eine gezogen hat. Während der große Bruder kam, Gian, die sind weggelaufen. Diese ganze Gruppe rennt vor einem Typen dann weg. Was war der Plan? Was war der Plan, Bruder? Ich war mit meinem Bruder beim Arzt und ich habe auch. Ich habe mindestens einen Zahn verloren, leider. Hier war ich, hier. Also guck. Das ist wieder eine sehr, sehr unangenehme Szene. Ich weiß auch nicht, ob man das auf einem Livestream sehen darf. Jetzt mal nicht hin am besten, weil es hier sowas nicht vertragt. Ah. Ja. Auf jeden Fall. Nein, das heißt, du kannst es auch nicht sehen, ne? Das Ding ist, er sagt, nein, du kannst es auch nicht sehen. Bruder, an diesem Punkt, ich habe mich so fast.
ein bisschen weggedreht, weil in meinem Kopf, als ich ihn abgeholt habe, hat er nur gesagt, dass er hier Kiefer gebrochen hat. Hier. Was halt relativ schnell passieren kann bei einem Punch, wenn dein Mund offen ist, lose, dass du hier was brichst. Und er hat gesagt, Zähne sind ihm rausgefallen. Bruder, er zeigt mir das. Ich gucke und ich sehe, Habibi, deine Zähne sind unten da, denke ich mir. Aber dein Kiefer ist offen. Ich habe nicht sofort gesagt, oh mein Gott, das sieht aus wie ein Kieferbruch. Ich habe einfach die Fresse gehalten. Aber ich habe mir gedacht, Bruder, wenn sein Kiefer hier sogar aufgebrochen ist, dann haben wir, Bruder, dann ist das ein extrem großes Problem. Weil am Anfang habe ich das so verstanden, dass hier halt gebrochen ist, an der Seite so. Und hier vorne halt Zähne, alles verschoben. Ah, Bruder, als ich das gesehen habe, ich dachte, wie bitte? Es hat mir einfach nur leid getan in meinem Herzen. Aber ich zeige das mal so, dass man ein bisschen das sieht. Meine ganzen unteren Zähne sind auch krumm jetzt. Und der Notfallarzt meinte, dass mein Kiefer gebrochen ist. Und jetzt Ja, sind Kiefer wir gebrochen. in eine Da wurde andere noch nicht Stadt gesagt gefahren. Doppelter. Also mein Da war einfach Kollege nur hat Kiefer mich direkt gebrochen. gefahren. Und wir müssen das operieren lassen. Also das ist Deswegen jetzt folgt kein nur Front kurz. an irgendeinen Arzt oder so, aber halt einfach, man hat halt das offensichtlich gesehen, dass es hier gebrochen ist und dann, das hat schon genug gesagt, okay, geh zum Chirurgen, der soll sich den Rest angucken. Aber danach nochmal zu sagen, doppelter Kieferbruch, das ist halt einfach, oh mein Statement machen, warum das alles passiert ist. Es tut mir auch leid für Elias. Ich kann jetzt zum Beispiel beim Illegale Cup nicht mitmachen. Das verstehe ich nicht bei dem Bruder. Also das musst du dir doch auf keinen Fall leid tun. Ich küsse doch dein Herz. Du kannst nicht bei einem Fußballcup mitmachen. Also ich glaube, das ist wirklich das Letzte. Du hast Bescheid gesagt, ehrenhaft. Aber ich glaube, das ist das Letzte, Und Elias. was auch den Bruder Elias jetzt jucken würde, dass du nicht mitzocken kannst. Bruder, Hauptsache du chillst. Hauptsache du chillst und du wirst gesund. Irgendwie Ersatz Ich für glaube, da ihn sind wir uns alle reintun. einig. Ich bin zum Ende von diesem Video gesprungen, weil Hamid noch selber einen Talk da gemacht hat. Schaut es auf jeden Fall bitte, bitte auf seinem Kanal an, wenn ihr es nicht schon angeschaut habt.